Ja, schön, dass wir da sind. Heute ist gerade anders wie letztes Mal. Das letzte Mal haben wir nämlich mit gefrorenen Fingern angefangen. Heute ist Gegenteil. Ihr seht Holz, Holzspalter. Und da hinten seht ihr, gegen das Licht wahrscheinlich nicht so gut, wenn ich den Gleichsteuer mit dem Wagen, dem einzig freien Wagen, den wir gerade tun. Die Sache hängt jetzt alle irgendwie zusammen, was wir tun, aber ich fahre jetzt mal los, muss noch was holen. Ihr seht wahrscheinlich schon auf dem Titelbild, was es ist, oder keine Ahnung. Es hat schon auf jeden Fall mit dem Holz zum tun. Fahren wir mal los. So, sind wir wieder da. Es hat Palette gegeben. Ja, so gut wie geschenkt. Und naja, theoretisch hätte der Stapel mir gereicht, so auch von der Form und zur Optik. Aber ja, da sind fette Kanthölzer dabei und da und so. Wollen wir schon irgendwie was neu kriegen. Jetzt laden wir ab und fahren nochmal. Ich denke, ihr kennt jetzt das zweite Mal das Aufnahme, wenn ihr auflade, aber jetzt war die Attraktion hier im Industriegebiet. Das erste Mal hat es niemand interessiert, jetzt alle zugucken. Nein, ich denke, lass mich lieber bleiben. Fertig, ein wunderschönes Kantholz, 100 auf 100, sogar noch in hell.
Unser Eimer ist aktuell so voll, hätte ich noch Wiege, aber wie ihr seht, damals meine Erschaffung, die ich damals tätigt habe, war die beste 50 Euro, die ich je investiert habe. Gott erst rein, ihr seht, Nägel liegen jetzt überall rum, von dem her würde ich das jetzt auch niemandem empfehlen, im Freien zu machen, die findest du nie wieder. Ich vermute, ich werde daheim ab und zu beim Aufräumen mal und da was finden und so eine Hobelmaschine mal Nägel finden. Wenn wir vor allem im Auto raus haben, muss ich da auch noch gucken, aber sonst war das eigentlich ganz unkompliziert. Hat man jetzt abends nicht gemacht, nach dem Stall. Drei Tage, dann war der gut. Kann man wieder Richtung Aufbau gegangen. So, die Palette sind jetzt Geschichte. Es waren ja vier. Drei große Stapel. Ein Stapel davor sind ja Palette, die ich hier nehme, um dann die Kiste zu bauen. Und das ist der Rest. Alles 100% nagelfrei, auch steinfrei. Dann hier auch geguckt. Gleich sortiert, das da unten ist irgendwas so 100-100. Und dann, das sind immer die mit der Schräge. Da haben jetzt mal alle mit der Phase leider. Da eine Reihe Bretter, wobei die Bretter ja so, ist ja nichts Gescheites. Dann da oben sortiert 80-60 und 60-60 und was das halt auch alles ist. Ist so sehr gut noch zusammengegangen. Und drei Stapel jetzt auf einen. Allerdings haben wir natürlich auch einen Ausschuss. Nein, das ist ein Ausschuss. Ja, da hat man gut aussortiert. Da hinten, weiß jetzt, sieht man jetzt nicht so gut, weil es dunkel ist. Die Palette, da ist jetzt das drauf, was faul ist, oder die alte Palette war ja zusammengeschraubt. Wenn da der Schraubenkopf rund ist, kriegst du die 160er Spacks natürlich nicht mehr raus. Und ja, auch einfach das, was optisch jetzt nicht mehr so schön aussieht. Nägel habe ich alle rausgerührt, bis auf drei, das sind jetzt schon wieder vier, bis auf drei Bälke. Und da sind das die ganz kleinen, dünnen Nägel. Wenn da oben der Kopf abreißt, kriegst du sie selbst nicht mehr mit der Beißzange raus. Hier ist auch daheim, das sägt man jetzt rum und verbrennt den Rest und gut ist. Ich weiß nicht, wie viel man da hinten vom anderen Stapel dann auch noch verbrennt oder nicht, aber bauen wir erstmal die Kiste, dann gucken wir, was noch übrig ist und wie es läuft. Klar, dann sind vorne dann natürlich auch noch Stickler unter einem Meter, alles weg. Da bleibt dann sicher auch noch genug übrig. Gewichtsmäßig ist das, also das untere lupft der Schäfer gerade noch so und das obere dann auch, also keine Ahnung, sind über Tonne Holz, die man zu einer liegen hat. Für 150 Euro. Aufräumen gehört ja auch dazu, so grob, keine Ahnung, 10%. Und da haben wir nämlich hier getroffen. Oh, ich hab doch eine Tür. Was hast du dir verpflichtet? Die helfen mir alle zum beim Aufräumen irgendwie. Aber denkst du, er ist verletzt? Ja, jetzt schon wieder. So, die Lage ist ein bisschen eskaliert. Das da sind ja die Palette, die ich nehmen will. Und da brauche ich ja seitlich Ganthölzer drauf, das Holz halt rausgeht. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich nehme die, was war es, 60x80, aber dann ja ganz wenig bloß. Also habe ich die 100er genommen und dann habe ich halt mal angefangen abrichten und hoble. Was vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber so ist es dann halt. Und dann habe ich gedacht, 95 auf 95 braucht man jetzt. Jetzt habe ich da überall noch 25er Bretter wegsägt. Dass man jetzt so theoretisch nachher auf, jetzt haben wir gerade 65 auf 95 und die Bretter gebe dann wieder quer, dass das oben irgendwie zusammenhebt. Ich weiß, theoretisch könnte das alles schon fertig sein, wenn ihr einfach die Kanthölzer nachgespackst hättet, die Bretter nachgespackst hättet, ohne irgendwas zu hobeln und abrichten, aber so ist es bei mir halt. Warum einfach, wenn es so umständlich geht? So blieb die Bretter nochmal einmal durch, dass der Sägeschnitt weg ist, was ja auch sehr wichtig ist. Und die Kanthölzer nochmal, dass da der Sägeschnitt weg ist. Und dann
machen wir nochmal einen Schritt, was eigentlich unnötig wäre, aber so ist halt.
So viel Spaß, wie das macht, das Arbeiten mit der Maschine, ist mir dann trotzdem irgendwann froh, wenn es fertig ist. Aber so ist jetzt. Das sind quasi die Pföste. So, da haben wir eine Musterpalette, da oben das. Das da haben wir, gibt dann das Quere, dass es ein wenig zusammenhebt. Und mehr ist eigentlich jetzt. Ist jetzt ein bisschen brutal aufwendig geworden, aber so ist es halt. Bauen wir mal alles zusammen. An sich sieht es ja gar ganz schlecht aus. Nur ist mir so ein Rock in der Sache aufgefallen. Ich kann keine andere Palette draufstellen. Weil die Palette ja theoretisch, so wie der Hunder, ja auch nur 15 mm, 2 cm da oben aufstanden würde. Was jetzt ja wieder heißen würde, hätte ich mir den ganzen Aufwand gespart mit dem Ausklinken und hätte das Brett innen eingespackselt. Dann hätte das völlig reichen. Oder ein bisschen viel Aufwand gemacht, für wenig Nutzen. Kriegen wir aber auch noch irgendwie eine. Das Problem mit dem Palette draufstellen haben wir jetzt gelöst. Wir haben jetzt hier 12 mal so einen Glotz, den wir aufwendig 2 Abend lang wieder hergestellt haben. Spackst du 10 da drauf, dass das nachher ungefähr so aussieht. Zum einen ist dann das Hornholz oben geschützt, weil das saugt ja am meisten Wasser, wenn das draußen steht. Schrauben mit 2 Schrauben fest, dann hebt das und theoretisch Gewichtabtrag haben wir auch ein bisschen direkt aufs Holz. Passt auch. Wenn man jetzt da hören, natürlich Hitler in der Phase hergefräst hätte, der Hunde. Der hätte es ganz geil aussehen, so als ob es geplant wäre, aber so hat es halt auch ein Schönheitsmakel, die Holzkiste. Warum machen wir zusammen das Geschirr, dass wir wieder Platz geht und wir was anderes schaffen können? Finde ich später wieder.
40. Ungefähr so schnell wäre es dann gegangen, wenn man jetzt die Fräsungen weglaufen hätte. Aber so, fertig. In Doll zumindest. Alles gleich mal ohne gefüllt. Probehalber, ob alles passt. Sind jetzt theoretisch 1,35 Steher, was Platz hat, oder Raummeter, oder Kubikmeter, wie auch immer. So, dass man theoretisch nachher noch oben drauf stellen kann. Klar, du kannst ja höher biegen, aber dann hat die zweite nicht mehr Platz. Gewichtsmäßig hat es optimal, ne? Der Schäfer steht noch gut. Mehr braucht es nicht. Eigentlich war geplant, dass das Video der Titel hat, die billigste Holzaufbewahrung Möglichkeit oder bla bla bla. An sich ist auch immer noch billig. Die Palette, also die 4 Stapel, hat mich 40 Euro gekostet. Das ist ja immer noch alles das Holz, was da dabei war. Dann habe ich da noch ein Pack oder vielleicht zwei Pack Schrauben, also vielleicht nochmal 30 Euro oder so. Das sind wir immer noch bei 70 Euro. Also das ist immer noch sehr, sehr günstig. Wenn man es selber macht. Wenn man Arbeitszeit dazu rechnet. Dann ist es eine ganz andere Nummer, aber das ist egal. Das war alles abends. Wenn es dunkel ist, da kannst du eh nichts anderes machen. Und man hat es, ist jetzt ja Arbeitserleichterung. Wir haben Zeit investiert, dass es nachher leichter geht und schneller. Jetzt warten wir noch auf richtiges, besseres Wetter. Heute scheint zwar Sonne wieder, aber gestern hat es geregnet. Dass wir unser Holz voll aussägen können, den Spalten, die Kiste füllen, verrommeln und wie man es braucht, plus zum Schäfer oder Abfahrer, sägen. Denn es ist so, da oben brauchst du 50 Meter Kabel, hat man zwar, aber bis du die natürlich da oben hast, ist es schon anders, wenn du jetzt einfach die Kiste abholst, neben Sägen nimmst, wenn du einsteigst, fertig. So, das war's dann jetzt auch schon. Ich denke, arg viel ausführlicher müssen wir das Thema jetzt nicht mehr behandeln, das war jetzt ausführlich genug. Aber ich kann jedem von euch, der auch Scheitholz hat, empfehlen, irgendwie so eine Art Kiste, sei es eine Gitterbox oder so ein aufgeschnittener IBC-Container oder halt eine Hedefel-Kiste, keine Ahnung, irgendwie da sein Holz zu lagern, dass du das einfach wenig möglichst in die Hand nehmen musst, bewegen. Früher hat man es ja auf der Holzbarkette, dann hat man es gesägt, dann hat man das unter dem Dach wieder irgendwo nachbeiget und dann, wenn man es verbrennt hat, einen Schubkarre, einen Heizraum, da wieder nachbeiget. Auf Dauer ist das einfach alles viel zu viel Arbeit, kostet Zeit und auch Geld, theoretisch. Jetzt haben wir Meterscheite, die im Neufall ist ein Kistenhund oder auf der Bike. Sägen sie, stellen sie, beigen sie in Kartoffelkisten ein, die stellt man für ein Jahr weg, holen sie wieder raus, fährt sie mit dem Schäfer in den Heizraum, lässt sie da stauen, nimmt sie Hand raus in den Kessel. Arg viel bequemer geht es fast nicht mehr. Maschinell gelöst, wenig Handarbeit, so muss es eigentlich auch sein. Kann da jetzt ständig immer im Holz hinterherlaufen, Schubkarreweise holen und rumbeigen. Muss ein bisschen investieren in Kiste und so, aber wenn man das mal hat, funktioniert das super. Aber in diesem Sinne, danke fürs Angucken, bis zum nächsten Mal.